Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Mit einem kurzen, knappen Odin war shoppen. Das ist das Einzige, was jetzt die Woche angekommen ist, was ich selber gekauft habe. Und das wollen wir jetzt mal auspacken. Ihr seht, der dicke Kater ist auch mit bei. Mehr ist eigentlich auch nicht geplant, dass ich die Woche kaufe, weil jetzt haben wir Mittwoch. Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag sollte Video online kommen. Eigentlich nicht. Könnte halt höchstens passieren, dass irgendwas Unvorhergesehenes kommt, aber geplant ist es nicht. Das ist aber auch eine Scheiße hier. Jetzt aber. Was hier ohne mal geklebt? Leck mich doch. Man kann es ja auch übertreiben. Ist doch nicht. Aber Baukasten hier. Zettel. Noch ein Zettel. Meine Bestellung und der Karton kann wieder weg. Also ist wirklich ja. Nix. So, und meine Bestellung ist da. Das ist für den Genius. Ein neues Sieb, dass man halt Würfel machen kann. Bei meiner Freundin ist das letzte. Beim Möhre machen, warte mal, muss ich mal gucken. Das war bei dem dicken, hier oben, das Plaste, hier weggebrochen und ein Stück hiervon. Also das halt praktisch, dass man hier das Metall dann sieht. Und das passt dann halt nicht mehr und das biegt sich dann durch, logischerweise. Und meine Garantie ist jetzt schon abgelaufen, weil man hat ja 2 Jahre Garantie. Also habe ich sie angeschrieben, wie es aussieht, wegen einem Ersatzteil. Weil ich schon mal ein Ersatzteil gekauft habe, so ein komplettes Ding mit für Pommes machen oder so. Also, oder für größere Kartoffeln, aber dann halt so ein komplettes Ding, wo man mehrere Kartoffeln drauf, genau, ein Viereck war das, also Vierecke, wo man mehrere Kartoffeln drauflegen kann und dann halt nicht nur so ein kleines Viereck hat. Ja? Also nicht nur eins, wo man eine Kartoffel, sondern hat die ganze Länge und kann halt 2 Kartoffeln, geht halt natürlich ein Stück schneller. Das hat bei mir aber nicht gepasst. Das habe ich reingemacht und das hat nicht gepasst. Und deswegen habe ich sicherheitshalber diesmal nachgefragt, sage, dieses Produkt habe ich, das habe ich gekauft, habe nochmal den Link davon mit drin gemacht und die genaue Beschreibung, den ganz langen Namen. Und dafür brauche ich das. Das ist kaputt, habe ein Foto mit drin gemacht und so. Und ich wusste ja, dass die Garantie, also mir war bewusst, dass die Garantie abgelaufen ist, dass ich nicht auf Garantie, habe ich auch so reingeschrieben. Ich bin schon über die 2 Jahre Garantie. Alles andere ist aber super. Nur dieses Ding ist kaputt und das möchte ich halt nachkaufen. Und ich möchte, dass das passt, weil das schon nicht das erste Mal ist, dass ich einen Ersatzteil kaufe für einen Nicer Dicer, was dann nicht gepasst hat, weil da gibt es ja 4 oder 5 verschiedene Sorten jetzt. Also einen kleinen, schmalen und dann mit dem großen Viereckchen. Und dann halt von dem Kleinen halt ein 17er-Set, ein 16er-Set und die machen dann verschiedene Sets für Lidl, was weiß ich, irgendwas weiß ich. Und dann kann das ein paar Millimeter abweichen zwischen den Einzelnen, dass du das dann schon wieder nicht reinkriegst. Und das war mir dann halt diesmal zu blöde. Ich werde das auch gleich testen. Wenn es nicht hinhaut, kommt hier nach gleich noch ein Video, geht das Video weiter und sage ich hier, scheiße, geht nicht. Aber wenn es funktioniert, dann kommt da kein Video. Das ganze Ding soll 9,99 Euro kosten. Warte mal, jetzt brauche ich erstmal mein Handy. Das ist mir zu klein geschrieben gerade.
9,99 €, wie gesagt, soll es kosten. Ich gucke nochmal nach. Nein, 9,95 €. Und Versand habe ich gratis, weil ich habe da so ein Dingsbums gefunden, gratis Versandcode. Ich weiß auch gar nicht, wie die Seite hieß. Ich muss mal gucken, ob ich den noch finde. Und ich habe jetzt insgesamt bezahlt 8,46 €. Achso, nee, Versand brauche ich sowieso nicht bezahlen. Oder was? Einzelpreis 9, Versand minus 1 Euro noch was. Also 1,49 €. Gesamtpreis 9 minus 1,49 €. Ist da der Versand? Ich sehe nicht durch. Jedenfalls bin ich auf 8,46 €, um genau zu sein. Anstatt 9,95 €. Ich kann es euch aber auch nicht zeigen, weil hier steht, glaube ich, meine Adresse. Ja, hier steht meine Adresse. Deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Und dann haben wir hier noch treue Rabatt. 15% Rabatt bei Genius. Genius sagt Dankeschön. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, diesen Treuerabatt einzulösen, weil die haben ja von den Nicer Dicer auch noch andere Sets. Und da wollte ich mal gucken, wegen dem großen, mit der Glasschale, also wo du eine Glasschale hast. Aber dann wird langsam Platz, dann knapp, da muss ich gucken, wo ich das ganze Nicer Dicer Zeug dann hinmache. Da muss ich dann wahrscheinlich die Schalen in Flur, in den Schrank, wo ich die ganze Technik drin habe. Ich habe so einen Einbauschrank im Flur und da habe ich dann halt den Haufen Küchenzeug noch drin, weil eine Küche nicht reingepasst hat. Dann werde ich das wahrscheinlich auslagern müssen und dann mache ich die Schublade einfach mit Nicer Dicer Zeug voll. Für die große, ich habe ja noch das Ersatz und die ganze kleine Zeug, da mache ich dann halt so eine Schüssel, wo ich das kleine Zeug alle drin mache, dass er nicht rumfliegt, weil das läppert sich dann auch zusammen. Aber das ist halt auch schön. Ja, das ist halt, du spart viel Arbeit drauf, macht sich gut sauber. Ab und zu ist mal was kaputt. Ja, also da hatten wir jetzt halt von dem Ratsch-Ratsch-Ding. Ist halt an der Seite, also was der Hebel, was du runter machst, ist halt an der Seite ausgebrochen. Das war noch in der Garantiezeit. Da haben sie auch ohne Probleme. Ich habe nur Fotos geschickt. Ja, zack, bumm, bumm, geht los. Und zack, war 2 Tage, 3 Tage später war das Ding dann da. Ohne diskutieren, quatschen irgendwie. Bei anderen, wo du dann sagen musst, oh, das ist aber kaputt gegangen. Und ja, was toll. Nö, einfach zack, ja, ist okay. Zack, geht raus, bumm, fertig. Super. Also der Service echt klasse. Kann ich wirklich nicht meckern. Bloß halt mit diesen verschiedenen Größen, das ist echt nervig. Dann sollen sie doch die Nicer Dicer alle in einer Größe machen, wo die Sieber raufpassen. Und dann kannst du dann halt von deinem Alten auf das Neue packen, vom Neuen auf das Alte packen und umgedreht und kreuz und quer und hast nicht gesehen. Ja, ich hole ja immer nur die grüne, weil ich das von der Farbe her schöner finde. Das blaue mag ich, sieht ein bisschen dunkel aus. Und das grüne ist halt hier so, das sieht jetzt ein bisschen türkis aus. Das soll grün sein. Ja, das gehört zum Grün, also mit dem grünen Deckel und so. Finde ich halt schöner. So, aber nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Ich überlege, kommt noch irgendwas? Nö. Soweit ist alles erledigt. Ich kaufe jetzt erstmal nichts weiter. Ja. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.